Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable 2. Das letzte Mal hatten wir uns hier jetzt ja ein Wraithmarschen-Artefakt besorgt und das kriegt Bell dann jetzt mal grad. Endlich! Vielen Dank! Das ist jetzt wahrscheinlich das letzte. 500. Well, Wraithmarsch ist ja, was wir erst nach dem Tour machen konnten. Wie wär's? Ich hätte noch ein archäologisches Abenteuer für euch. Obwohl, nee, es gibt noch andere, an die ich mich erinnere. Ein Wunder, ein Meisterwerk. Bells Forschungsnotizen. Einst gab es einen Banditenkönig namens Zwillingsling und ich bin ziemlich sicher, dass das Artefakt unter seinem damaligen Lager vergraben ist. Das Lager gibt es schon lange nicht mehr. Ich glaube, dass dort jetzt ein Dorf steht. Es ist wahrscheinlich, dass Zwillingslings Geist dort weiterlebt. Also, sie meint Bloodstone. Und ich gehe mal zur Villa. Obwohl, die Villa müssen wir auch noch kaufen. Das ist dann, glaube ich, die letzte Immobilie in ganz Albion, die ich noch nicht besitze. Oder zumindest die einzige kaufbare Immobilie, die ich noch nicht besitze. Weil ich will ja immer noch den verdammten Hexenkessel haben. Vor allem jetzt, wo Reaver Barnum ja getötet hat, müsste er doch eigentlich zum Verkauf stehen. Ah, gut, wenn ich ja direkt schon davor stehe, kaufe ich sie schnell. Kaufen und vermieten, Reavers Nachricht. Wenn ihr dies lest, habt ihr mein Haus besetzt. Na gut. Mögen die sensiblen Teile eurer Anatomie von eitrigen Pestbeulen geplagt werden. Wer immer ihr seid, Freund oder Feind, genießt die Geschichten, die ich auf magischem Papier aufgezeichnet und in Objekten überall im Haus verteilt habe, bis ich zurückkomme, euch umlege und mir nehme, was rechtmäßig mir gehört. In inniger Rachsucht, Reaver. So, ich bezweifle aber, dass du deinen König töten wirst. Weil das würde der Armee nicht so gut gefallen, die dich dann heimsuchen kommt. So, komm schon. Schon wieder so ein Lustknabe. Ein ziemlich fetter Lustknabe mit hässlichen Klamotten. Die Noten einer längst vergessenen Ballade. Die Ballade von Ladebildschirm. So, ich sehe gerade, das hat sogar Ausschläge auf meiner Tastatur, auf meiner Tonspur gegeben, dass ich gerade was getippt habe. Ich brauche eine leisere Tastatur. Bell das Artefakt geben. Ah ja, das ist es. Ihr seid der größte Abenteurer aller Zeiten. Natürlich bin ich das. Ah ne, ich brauche ja noch was von dir. Komm. Ich habe noch eine gefährliche Aufgabe. Du hast immer gefährliche Aufgaben. Meinen Untersuchungen zufolge ist das ein guter Startpunkt. Bravo! Das Einzige, was ich über das nächste Artefakt herausfinden konnte, ist, dass es an einem Ort vergraben liegt, der Helden heilig ist. Zu schade, dass es keine mehr gibt, die man danach fragen könnte. Das heißt, dass wir wohl am besten zur Schicksalskammer gehen sollten. Weil, ja, die Gilde. Hier am Grab waren wir auch schon längere Zeit nicht mehr. Ich glaube nicht mehr, seit wir uns in den Turm geschlichen haben. Und am Platt... Stone ging. So, da hinten geradeaus.
Ich glaube, das Artefakt liegt nämlich dort, wo die Bücher gelagert sind, also wo es prinzipiell zur Bibliothek geht. Ja, sogar richtig. Wenn man mal über das Layout der alten Gilde nachdenkt und das hier die Bibliothek ist, heißt das, dass wenn man das hier freilegen würde, wird man dahin kommen, wo wir früher in die Haupthalle gekommen sind. Und ich glaube, jetzt gibt es nur noch ein letztes Artefakt. So, dann schnell zu Bell und das letzte abgreifen. Gut, ihr habt der Anthropologie einen großen Dienst erwiesen. Sechshundert. Ich muss eigentlich mal nachsehen, wie viel Ansehen ich mittlerweile angesammelt habe. Fast 100.000. Na, wollt ihr nochmal die unbekannte Klar. Vergangenheit erforschen? Eine Freude, euch wiederzusehen. Meinen Untersuchungen zufolge ist das ein guter Startpunkt. Und das bei uns? Ich Was ist werde ein für guter eure Sicherheit Startpunkt? sorgen. Das letzte Artefakt liegt in einer tiefen, verwinkelten Höhle, die ein außergewöhnliches Merkmal hat. Man kann durch ihre Wände das Meer sehen. Was bedeutet, dass das eben Reavers Geheimversteck da war? Da oben ist ja Bloodstone. Hier, Reavers Hintereingang. Besser ein Kondom überziehen. Ist bestimmt schmutzig da. Allein schon all das braune Holz hier. So, dann wollen wir das letzte Artefakt mal suchen und uns natürlich von Banditen stören lassen. Die Sache ist, die Schusswaffe ist voll lächerlich. Das ist wie ein Maschinengewehr. Komm. Welcher Raum war's denn? Ich glaube, ich muss da unten jetzt geradeaus durch. Von euch. So, dann mähe ich noch ein bisschen. Ja, hier stehen zumindest keine und da hinten geradeaus. Das sollte es dann gewesen sein. Ja, das ist auch der Raum. So, Schaufel raus und mal nachsehen. Die Zeit hat diesem alten Pergamentark zugesetzt. Darauf stehen folgende Worte geschrieben. Denkt jetzt einfach an die Zahl 42. Und mit der Antwort auf alles kehren wir dann zurück.
Und scheinbar erwartet sie uns schon da unten an ihrer Ausgrabungsstätte. Das letzte Artefakt wurde geborgen und abgegeben. Dann mach die Tür da mal auf, Schätzelein. Ja, endlich. Ich hatte recht. Geschafft. Mit dem letzten Teil des Geheimcodes kann ich endlich die Tür öffnen. Eigentlich müssen wir ihr gerade in den Kopf schießen, sobald die Tür aufgeht. Wer weiß, welche Gefahren darin lauern. Aber ich denke nicht, dass es für jemanden wie euch ein Problem ist. Wenn ihr diese letzte Aufgabe für mich erledigt, werde ich euch belohnen. Dann schauen wir mal. So, das letzte in den Gärten von Fairfax. Und die paar Scherben hier sind ungut. Einfach immer so, wenn der Lasergrat einen Millimeter vor dir ist. So, mach mal auf, die Truhe. Einer von drei göttlichen Edelsteinen, den kostbaren Juwelen des Alten Reichs. Dieser Stein soll Archon in einem Traum als Geschenk der Götter präsentiert worden sein. Nach dem Untergang des Reichs wurden die Edelsteine in alle Winde zerstreut. Obwohl sie häufig als Legenden abgetan wurden, haben Tausende ihr Leben der Suche nach ihnen gewidmet. Gewidmet. Langsam bekomme ich schon so ein leichtes Pappmaul. Ihr habt den Archons Traum. Es hieß, er sei für immer verloren. Mein ganzes Leben habe ich nach ihm geforscht. Gebt ihr ihn mir bitte? Dafür erhaltet ihr natürlich eine großzügige Summe Gold. Ohne euch hätte ich ihn nie gefunden. Für die Wissenschaft. Er ist wertlos für euch. Nur Gelehrte können ihn wirklich würdigen. Eure Belohnung ist weitaus wertvoller. Oh, seit meiner Kindheit träume ich von diesem Moment. Der legendäre Archonstraum. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin so überwältigt, dass ich eine lange Abhandlung über diese Erfahrung schreiben werde. Ihr habt der Archäologin Bell bei der Erfüllung ihres Lebenswerks geholfen. Und? Was macht ihr jetzt mit der dicken, fetten Belohnung? Wahrscheinlich ist es irgendwie wieder so 50.000 Gold. Ja. Wie gesagt, 50.000. Aber an sich ist der Questbaum beendet und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fable 2, wenn wir uns da mal um das Schloss kümmern.